14 an diesem Donnerstagabend im zweiten deutschen Fernsehen zu diesem Thema. Ja, dafür, dass es so lange gedauert hat, ging es dann plötzlich sehr schnell. Sigmar Gabriel ist weg und Martin Schulz ist da. Die Sozialdemokraten kriegen einen neuen Chef und Angela Merkel endlich einen Herausforderer. Der ist innerhalb und außerhalb seiner Partei deutlich beliebter als sein Vorgänger. Und auch deshalb hofft die SPD, mit Schulz die Geheimwaffe gegen Angela Merkel gefunden zu haben. Wenn Rot, Rot und Grün im Herbst wieder eine rechnerische Mehrheit hätten, könnten die Sozialdemokraten mal ernst machen mit Martin Schulz. Hätte, hätte, Fahrradkette. Oder werden seine Vorschlussbeeren genauso schnell welken wie die des letzten SPD-Hoffnungsträgers Steinbrück? Darüber wollen wir reden mit diesen Gästen. Thomas Oppermann, der SPD-Fraktionsvorsitzende, ist überzeugt. Martin Schulz wird für die SPD Mehrheiten mobilisieren. Carsten Linnemann, der CDU-Politiker, sagt, mit Schulz ist Rot-Rot-Grün wahrscheinlicher geworden. Katja Kipping, die Vorsitzende der Linken, ist skeptisch. Es ist zweifelhaft, ob Martin Schulz wirklich für einen Politikwechsel steht. Christian Lindner, der FDP-Vorsitzende, warnt. Dann haben wir nur die Wahl, ob wir mit dem Kopf oder mit den Füßen voran in Richtung Moskau beerdigt werden. Katrin Göring-Eckardt, die grüne Spitzenkandidatin, sagt, wir wissen, Schulz will ein starkes Europa, aber wir wissen nicht, was er für Deutschland will. Und Jan Fleischhauer, der Spiegel-Journalist, urteilt, Schulz hat in Brüssel jedes Gesetz durchgewinkt, das die Deutschen viel gekostet hat. Sie sind zu Gast bei Maybrit Illner. Und die begrüßt Sie sehr herzlich zu dieser Runde heute Abend. Das war ein ordentlicher Knall am Dienstag. Herr Oppermann, von einem ordnungsgemäßen Verfahren hatte Sigmar Gabriel immer gesprochen. Es gab einen, der sich nicht daran gehalten hat, das war er selbst. Typisch Gabriel? Naja, das Verfahren war schon ordnungsgemäß. Wir hatten feste Verabredungen. Nur nicht mit dem Stern. Mit dem Stern hatten wir keine. Mhm. Das Interview mit dem Stern war natürlich nicht optimal, aber es hätte ja auch nicht geschadet, wenn es nicht vorzeitig bekannt geworden wäre. Dadurch ist das alles ein bisschen durcheinander gekommen. Mhm. Wie sehr wurde Ihre Loyalität in diesen Tagen auch gefordert? Naja, das war schon eine Situation, als das kurz vor der Fraktionssitzung bekannt wurde, haben wir uns zusammengesetzt. Wie gehen wir mit der Situation jetzt um? Mhm. Die Abgeordneten waren schon im Fraktionssaal versammelt und da gab es nur eins, Flucht nach vorn. Jetzt müssen alle Karten auf den Tisch. Und deshalb waren es die Abgeordneten meiner Fraktion, die dann quasi vor den Parteigremien informiert worden sind. Mhm. Die fanden das am Ende auch wiederum interessant, als erste informiert zu werden. Aber mal im Ernst. Ich meine, wenn man die Dimension dieser Entscheidung, die Sigmar Gabriel getroffen hatte, zugrunde legt. Ich meine, er hat als Parteivorsitzender seine eigenen Interessen zurückgestellt, zugunsten der Wahlchancen seiner Partei. Das ist eine Entscheidung, die großen Respekt verdient. Und ich meine, die Umstände, wie das öffentlich wurde, sind doch vergleichsweise marginal oder unbedeutend. Vielleicht eine Fußnote in einer Woche noch, aber mehr auch nicht. Entscheidend ist doch, was für einen Kanzlerkandidaten die SPD bekommen hat. Und dann dem haben wir ganz sicher viel bessere Chancen. Das sagen alle. Und die Begeisterung in der SPD ist groß. Wir haben eine richtige Aufbruchstimmung. In den letzten 3 Tagen sind fast 500 Leute neu in die SPD eingetreten. Das zeigt, dass Martin Schulz Menschen begeistern kann. So, das muss die SPD jetzt sagen. Und wir fragen, was die CDU davon eigentlich hält. Carsten Linnemann ist Vorsitzender von MIT, der Mittelstandsvereinigung in der CDU. Gabriel spürt, dass die Kanzlerin zu schlagen ist, eben nur nicht von ihm, hat der Kollege im Stern geschrieben. Muss sich Angela Merkel jetzt warm anziehen? Glaube ich nicht. Ich meine, es war ähnlich so damals bei Herrn Steinbrück. Der ist auch stark begonnen, hatte auch hohe Beliebtheitswerte. Und wie das Spiel ausgegangen ist, wissen wir. Aber wofür Herr Schulz, glaube ich, sorgt, und ich glaube, das ist gut, auch für unsere Demokratie. Ich glaube, dass wir einfach ein Problem haben, dass in den Augen der Bürger es kaum noch Unterschiede gibt zwischen den Parteien im Deutschen Bundestag, faktisch in Opposition gar nicht mehr wahrnehmbar ist. Mhm. Und bei Herrn Schulz ist es so, dass er gerade in der Europapolitik Vorschläge hat, Ideen hat, die wir als Union nicht teilen.
Das heißt, er sorgt dafür, dass die Unterscheidbarkeit zwischen den Parteien, gerade zwischen der SPD und der CDU und der CSU, wieder zunimmt. Und das ist gut für die Demokratie. Wahl kommt von Wählen. Und wählen kann ich nur, wenn man auch was zu wählen hat. Da muss man jetzt ganz genau hinhören. Wir denken an Horst Seehofer, wir denken an Frau Steinbach zuletzt. Hat Angela Merkel ihre Truppen in der Union also so zuverlässig hinter sich, dass ihr eigentlich egal ist, wer gegen sie antritt? Also bei Herrn Seehofer, ich glaube, viele erinnern sich an die Zeit Helmut Kohl, Strauß, da ging es doch ganz anders zur Sache. Viele sehen sich sogar nach dieser Zeit zurück. Ich glaube, wir müssen das ein Ticken entspannter sehen. Es war in den letzten Jahrzehnten immer so, dass die CSU hier und da ein paar eigene Punkte hatte und die auch mit in den Koalitionsverhandlungen genommen hat. Ich finde, das muss man entspannter sehen. Wir liegen bei 98, 99% auf einer Linie. Und jetzt sollten wir in den Wahlkampf gemeinsam gehen. Und das werden wir auch tun. 98, 99% waren das zwischen CDU und CSU. Bei uns ist Jan Fleischhauer vom Spiegel. Manches muss man ja dann auch immer erst mal noch mal sacken lassen. Wer wie Angela Merkel, Herr Fleischhauer, geschätzter Kollege vom Spiegel, Frauke Petry und Horst Seehofer im Nacken hat, fürchtet der sich vor Martin Schulz? Also ich glaube ja, dass Martin Schulz erstmal ein Medienphänomen ist. Also, ein Medienphänomen? Ja, also ich muss sagen, es ist interessant, wie viele Journalisten Martin Schulz toll finden. Ich kenne keinen SPD-Politiker, das war schon bevor er nominiert wurde, wo die Begeisterung vor allen Dingen unter den Hauptstadtjournalisten so groß war. Und das trägt ihn ja jetzt auch in eine gewisse Weise. Es hängt möglicherweise auch damit zusammen, dass natürlich Gabriel, den ich persönlich einen sehr guten Typ finde, nicht nur ein sehr empfindsamer, auch ein sehr empfindlicher Mensch ist. Und kaum schreibt man mal was Kritisches über ihn, ist das Verhältnis erstmal ziemlich ruiniert für die nächsten Wochen und Monate. Also man kommt nicht mehr auf Flüge mit, er spricht mit den Leuten nicht mehr so. Und diese, sagen wir mal, so eine Persönlichkeit, die dann auch im Laufe ihrer Karriere einfach auch mit vielen Journalisten aneinander geraten ist. Und da kommt dann so einer wie Martin Schulz, der einen tollen Lebenslauf hat. Den idealen sozialdemokratischen Lebenslauf. Buchhändler gewesen, schwierige Kindheit, hat sich durchgebissen. Dann in Europa sozusagen was gewuppt, was einem Sozialdemokraten erstmal am Herzen liegt. Da gehen die Herzen auch auf. So, nun sollen die beiden befreundet sein, die Sie jetzt so unterschiedlich geschildert haben. Gabriel und Schulz sind sehr eng befreundet. Kann man einem Freund tatsächlich so ein Himmelfahrtskommando wie eine Kanzlerkandidatur empfehlen? Naja, er hat es ihm ja nun offenbar nicht aufgedrängt. Also, und das Herr Schulz, als er dann nicht mehr wusste genau, was in Brüssel aus ihm wird, doch deutliche Signale gesetzt hat. Also er möchte entweder Kanzlerkandidat werden oder Außenminister oder meinetwegen Bundespräsident. So lief das ja so ein bisschen. Und dann auch in Hintergrundgesprächen, ja sagen wir auch deutlich gemacht hat, wo er die Schwächen seines Freundes Sigmar Gabriel sieht. Da sieht man, wie eben politische Freundschaften auch zu bewerten sind. Das ist auch richtig so. Das ist wie, glaube ich, in der Firma, wenn man zwei Abteilungsleiter hat oder zwei Vorstandsleute auf einer Ebene. Ja, man kann befreundet sein, aber es gibt natürlich auch eine natürliche Rivalität. Und die hat Martin Schulz auch gespürt und er hat auch seinen Teil, glaube ich, dafür getan, dass er diesen Posten jetzt hat. Okay. Und war dennoch ja aber wenigstens offiziell davon zurückgetreten und wollte nicht in den Infight gehen mit dem Parteivorsitzenden. Na gut, also das wäre ihm auch nicht gut bekommen. Also ich meine, das muss man mal sagen, glaube ich, selbst in der SPD, jetzt offen anzutreten gegen den Parteivorsitzenden und letztlich ja wahrgenommenen Kanzlerkandidaten. So stark ist dann Martin Schulz, glaube ich, auch in der SPD, jedenfalls in Deutschland, nicht verankert. Frau Kipping, Vorsitzende der Linken. Sie haben wahrscheinlich von dieser Nachricht auch erfahren, wie wir alle am Dienstagnachmittag. Und jetzt sagt die SPD, es ist ein Neuanfang. Haben Sie eine Vorstellung davon, was neu ist an diesem Neuanfang? Gut, das muss die SPD so vielleicht auch jetzt herleiten. Ob das jetzt wirklich für die SPD nur, vielleicht ist es auch einer, zumindest imagemäßig und erstmal im Auftreten. Ich finde aber, die spannendere Frage ist doch, ist das wirklich eine Chance für mehr soziale Gerechtigkeit in diesem Land, dass was anders geht? Und da habe ich kann das auch so rumfragen. Steht ihr für Rot-Rot-Grün? Ja, da würde ich ein Fragezeichen setzen, weil wenn man sich ganz genau anschaut, was er im Europaparlament gemacht hat, der war ja eher Manager einer großen Koalition zwischen Sozialdemokraten und Konservativen und er war natürlich auch jemand, der Sachverwalter war des Kurses der Troika. So, nun kann man jedem Menschen die Möglichkeit einräumen, dass es sich auch noch mal ändert und umschlägt. Aber ob das jetzt mehr als pure Rhetorik ist, die Martin Schulz zu bieten hat, weiß ich nicht. Kann aber sagen, wir wären alle gut beraten, wenn wir jetzt nicht nur auf die Umfragen schauen bei SPD, Grünen und Linken, sondern sehr wohl sagen, wir haben jetzt alle gemeinsam eine Verantwortung, nämlich die Verantwortung, die gesellschaftliche Fantasie zu mobilisieren, dass in diesem Land ein wirklicher Politikwechsel möglich ist und dass in diesem
diesem Land doch mal mehr soziale Gerechtigkeit geben kann. Und damit sind wir bei den Grünen. Frau Göring-Eckardt, es gibt so ein interessantes Desinteresse an diesem neuen Kandidaten, auch von Ihrer Partei. Oder sagen wir, die Formulierungen sind sehr vorsichtig. Glauben Sie denn, dass sich mit Martin Schulz die Chancen für eine Alternative in Deutschland, für eine alternative Politik tatsächlich erhöht haben? Na, erstmal erhöht sich die Chance für einen wirklich interessanten Wahlkampf. Und ich finde, das ist in diesen Tagen passiert. Schon ein Geschenk? Es gibt Wettbewerb, es gibt mehr Bewegung. Und das ist erstmal was sehr Gutes, weil ich glaube, das hat die Demokratie auch verdient, dass es mehr Wettbewerb gibt. Und das andere ist, ich weiß nicht, was Martin Schulz in der deutschen Politik vorhat. Und das interessiert mich wirklich. Das ist jetzt gar nicht so nach dem Motto, oh Gott. Nee, es interessiert mich wirklich, was hat er vor? Wir wissen aus Europa tatsächlich ja, dass er da die große Koalition vor allen Dingen in den Hinterzimmern gemanagt hat. Das finde ich auch ehrlich gesagt eine Hypothek. Also wenn man sagt, Wahlkampf und Bewegung und gut für die Demokratie, dann sieht man, Herr Gabriel hat mit Herrn Gabriel geredet, Herr Schulz kam raus hinter verschlossenen Türen. Und so ähnlich hat Martin Schulz eben auch in Europapolitik gemacht. Und ich glaube, was wir wirklich brauchen, ist, dass klar ist, die Sachen müssen auf den Tisch gelegt werden. Und jetzt warte ich auf den Sonntag und dann erhoffe ich mir, dass ich was erfahre darüber, was will er zu so existenziellen Fragen wie dem Klimaschutz, was sagt er wirklich über Sozialpolitik. Mich interessiert auch sehr, wie geht das eigentlich in der SPD mit den Männern und den Frauen? Also ich habe heute gesehen, super. Die SPD Gender. Hat ein tolles Sharepick gemacht, so ein Bild im Netz. Und da waren lauter Männer drauf und Martin Schulz. Und ich bin sehr gespannt, wie das mit diesen Männerbünden dann weitergeht. Gut, Sie sind gesetzte Kandidatin dann schon mal als Frau in ich bin gewählte den Grünen Kandidatin. Gewählte Kandidatin. Gewählt. Eben, das haben die Grünen und zwar in der Urwahl. Und bisschen zwar ganz anders gemacht. Ja. Absolut. Genau. Herr Lindner, FDP-Vorsitzender, wäre Sigmar Gabriel Ihr lieberer Kandidat gewesen, Herr Lindner, einfach weil er berechenbarer ist? Ich weiß nicht, ob Sigmar Gabriel ein berechenbarer Politiker ist. Also augenblicklich sprechen die Entscheidungen der letzten Tage und Stunden eher dagegen, dass er ein berechenbarer Politiker wäre. Aber mit Sicherheit hat er ein Profil. Und Herr Schulz hat kein innenpolitisches Profil. Das ist gegenwärtig seine Stärke. Aber das wird ja nicht auf Dauer so bleiben. Wir werden ja erfahren, für was er steht. Ich bin da auch sehr neugierig. Bislang habe ich ihn wahrgenommen als einen derjenigen, die seinerzeit sehr applaudiert haben, als der französische Präsident Hollande ins Amt gekommen ist, dessen Wirtschafts- und Finanzpolitik ist zwischenzeitlich krachend gescheitert. Herr Schulz hatte mehr Verständnis für die griechische Regierung als unsere deutschen Interessen zu vertreten in den Euro-Fragen. Er steht eher dafür, mehr Schulden in Europa zu machen als marktwirtschaftliche Reformen. Ich bin gespannt, wie dieses europäische Profil sich jetzt auf die innenpolitische Arena überträgt. Und wenn Sie mir noch einen Gedanken gestatten, ich weiß nicht, ob wir den heute Abend noch mal ansprechen, aber ist mir schon wichtig. Wir sprechen ja hoffentlich nicht nur über die SPD, sondern über auch das, was das mit der Regierung macht. Machen wir gleich. Ich will nämlich schon in Erinnerung rufen, dass das Ministerium von Ludwig Erhard, das Wirtschaftsministerium, als eine Art Wanderpokal weitergereicht wird. Herr Gabriel soll sich jetzt in Diplomatie versuchen. Und der SPD-Vorsitzende als Kanzlerkandidat, der wird ja jetzt bis zur Bundestagswahl nichts anderes machen, als aus der Regierung Opposition. Keine guten Voraussetzungen in so einem schwierigen, spannenden Jahr. So, Herr Oppermann, dann müssen Sie uns dazu noch mal kurz auf den Pfad helfen. Die Zeitungen schreiben, Gabriel schickt Schulz ins Rennen. Exakt so ist es gewesen. Ja, Sie, Herr Oppermann, dabei? Das bin ich so neugierig. Sie haben gesagt, dass Herr Gabriel im Wahlkampf eine dienende Rolle übernehmen wird. Worauf dürfen wir uns jetzt einlassen? Auf den weiterfingernden gewesenen Parteivorsitzenden oder auf die dienende Rolle? Ja, eine dienende Rolle ist doch selbstverständlich. Ich meine, in einer Demokratie kann die Politik gar keine anderen Rollen vergeben als dienende Rollen. Auch ich selber habe eine dienende Rolle. Wir haben jetzt einen Spitzenkandidaten, der heißt Martin Schulz. Der tritt an mit einer enormen Willenskraft. Der will Veränderungen in Deutschland herbeiführen. Und die ganze SPD steht hinter ihm.
Und da spielen wir alle dienende Rollen. Und Sigmar Gabriel klebt Plakate, oder wie muss ich mir das vorstellen? Und es hat offensichtlich, vielleicht können wir dazu noch mal kommen, eben hallo, es hat offensichtlich eine Umfrage gegeben, die Sigmar Gabriel beeindruckt hat oder schwer erschüttert hat in seinem Gespräch mit sich selbst, bei der herauskam, dass, und das wollten wir noch mal zeigen, in und unter den SPD-Anhängern tatsächlich die Zustimmung zu ihm im Vergleich zu Angela Merkel von Wählern der SPD nicht nur geringer ausfiel als dann die Zustimmung zu Frau Merkel, sondern im direkten Vergleich mit Martin Schulz läge dann Frau Merkel bei 32% und Martin Schulz eben wesentlich höher. Wie gesagt, eine Umfrage unter SPD-Anhängern. Könnten Sie, Herr Oppermann, formulieren, was aus Ihrer Sicht, Sie leiten diese Fraktion, Sie haben nicht nur eine eigene Meinung, sondern Sie haben auch ein Fraktionsbild, was Sigmar Gabriel eigentlich falsch gemacht hat, dass es auf so ein Stimmungsbild kam unter den SPD-Wählern? Der also Sigmar was macht Martin Schulz so anders und was war der besondere Malus von Sigmar Gabriel? Sigmar Gabriel hat hervorragende Arbeit gemacht als Wirtschaftsminister. Wenn ich mal daran erinnern darf, er hat in einer Zeit, wo jetzt Donald Trump die Freihandelsabkommen überall in der Welt aufkündigt, hat er ein sehr gutes Freihandelsabkommen mit Kanada durchgesetzt. Das war ein politischer das war ein politischer Kraftakt. Und Kanada ist fast ein europäisches Land und hat ähnliche Standards und Wertmaßstäbe wie wir. Ich finde es gut, dass wir mit Kanada gerade in dieser Situation jetzt... Der Kraftakt war ja vor allen Dingen im SPD-Parteitag, weil da war der Widerstand ja groß. Darüber reden wir ja. Das ist genau der Punkt. Das heißt, aber er fühlte sich innerhalb seiner Partei einigermaßen einsam? Nein. Doch? Ich glaube, dass SPD-Vorsitzender ein Knochenjob ist. Noch dazu, wenn man nebenher Vizekanzler und Wirtschaftsminister ist. Ich glaube, SPD-Minister ist der zweitschwerste Job in Deutschland nach Kanzler. Und Sigmar Gabriel hat 7,5 Jahre die SPD geführt. Er hat sie aus einer schweren Wahlniederlage 2009 zurückgeführt in die Regierung. Er hat es geschafft, einen unglaublich guten Koalitionsvertrag mit ganz vielen sozialdemokratischen Punkten vom gesetzlichen Mindestlohn, bis nicht alles aufzählen? Zur Leiharbeit, Begrenzung der Leiharbeit und der aber es ist nicht belohnt Werkverträge. Das hat er geschafft. Er hat die Mitglieder mitgenommen. Wir haben einen Mitgliederentscheid durchgeführt. Und wir haben jetzt 3 Jahre erfolgreiche Arbeit in der Regierungskoalition gemacht. Viele Verbesserungen für die Menschen dabei erreicht. Und da ist Sigmar Gabriel natürlich immer wahrgenommen worden als Vizekanzler, als der Manager der großen Koalition. Die Große Koalition erfreut sich aber keiner Beliebtheit. Übrigens, Frau Göring-Eckardt, das liegt auch daran, dass die Opposition im Deutschen Bundestag so schwach ist. Grüne und Linke sind eine absolut schwache Opposition, nicht weil sie klein sind, sondern weil sie die Möglichkeiten dort zu wenig machen. Aber und deshalb führt das auch dazu, muss man sagen, über die SPD dieses Schaubild, was Frau Illner gezeigt hat. Es geht in dem Gespräch, das wir schon zitiert haben im Stern, eine ganz interessante Stelle. Da sagt, wird Gabriel gefragt, wie es ihm ergangen ist als Parteivorsitzender der SPD. Und er wählt das Bild eines Hochseilaktes, wo er sagt, der redet über seine eigene Partei. Das war so, ich war auf diesem Hochseil und alle standen unten und haben zugeguckt. Und ob ich falle. Und ein paar haben auch immer noch mal gerüttelt, ob sie nachhelfen können. Und er fühlte sich und er drückt aus sein absolutes Gefühl der Einsamkeit. Das ist ein ganz einsamer Mann, der da spricht und der dann sagt, ich will mir das nicht mehr antun. Ich habe jetzt ein Kind, ein weiteres kommt, das ruiniert mich. Das sagt aber auch ganz viel über die Härte letztlich auch ihrer Partei aus mit ihren Leuten. Ich glaube, dass das kein Spezifikum der SPD ist. Ich glaube, dass in allen Parteien ein harter Wettbewerb herrscht. Auch in der FDP hat es Machtkämpfe gegeben, Herr Lindner, die bis an die Grenze des Menschlichen gegangen sind. Das war jetzt bei uns nicht so. Sigmar Gabriel hat einen schwierigen Parteitag hinter sich gehabt mit einem sehr bescheidenen Ergebnis. Das hat was mit einer Konfliktsituation zu tun gehabt, die er nicht ausräumen konnte in der Situation. Und natürlich, klar, das alles trägt man dann in seinem Rucksack mit. Und das trägt sicherlich auch dazu bei, welche Entscheidung am Ende getroffen wird. Aber ich will noch mal daran erinnern, das war ja, er ist ja trotzdem ein sehr, sehr ambitionierter Politiker. Er hatte die Chance,
als Vorsitzender der SPD, als Spitzenkandidat der SPD, Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland zu werden. Und so etwas aufzugeben, die Möglichkeit und zurückzutreten und zugunsten eines anderen zurückzutreten, ist eine große Entscheidung. Wir versuchen trotzdem noch die Frage von Katrin Göring-Egger zu beantworten. Wie kann man sich das jetzt zukünftig vorstellen? Er ist dann Außenminister bis zum Ende dieser Legislaturperiode und dann? Alle Minister sind nur Minister bis zum Ende dieser Wahlperiode. Dann werden die Karten neu gemischt für alle von uns. Mhm. Auch ich bin nur bis zum Ende dieser Wahlperiode gewählt. Gut, dann schauen wir uns doch einfach noch mal das Bild dieser Partei an, die jetzt entschieden hat, nicht mehr mit diesem Parteivorsitzenden und diesem Vizekanzler unterwegs zu sein, sondern mit einem neuen. Die SPD setzt auf Scholz sowohl als Vorsitzenden als auch als Kanzlerkandidaten, um endlich wieder erfolgreich zu sein. Und das muss man sich vielleicht noch mal anschauen. Herr Oppermann, geht es im Herbst um nicht mehr und nicht weniger als um die Existenz der SPD? Es geht um noch viel mehr. In diesem Herbst geht es um die Frage, ob wir eine liberale Demokratie bleiben. Es geht um die Frage, ob in den Bundestag Kräfte einziehen, die darauf abzielen, das gute, friedliche Zusammenleben der Menschen in diesem Lande in Frage zu stellen. Aber geht es nicht auch um die Existenz der SPD? Es geht immer um die Existenz von Parteien, wenn sie sich zur Wahl stellen. Wir liegen im Augenblick bei Anfang 20%. Ich glaube aber, dass das Politbarometer morgen schon bessere Zahlen präsentieren wird. Da bin ich sehr optimistisch. Ich kann Ihnen heute schon Zahlen präsentieren, weil das Politbarometer natürlich auch gefragt hat, wen hätten Sie nach der Bundestagswahl am liebsten als Kanzler? Und da sagen 44% der Wähler dieses Landes Angela Merkel, 40% Martin Schulz und 16% sagen, ich weiß nicht. Das sind die jüngsten Zahlen vom heutigen Tag, erhoben vom Politbarometer in Bezug auf diese Auseinandersetzung. Das zeigt doch, dass wir alle Chancen haben, bei dieser Bundestagswahl stark herauszukommen. Mhm. Wir wollen Deutschland sicherer und gerechter machen und wollen vor allen Dingen, dass es demokratisch bleibt. Das sind unsere wichtigsten Ziele bei dieser Wahl. Ist Herr Lindemann, Martin Schulz, das letzte Ass im Ärmel der Sozialdemokratie? Das weiß ich nicht, das muss Herr Oppermann beantworten. Ich, wie gesagt, freue mich, dass wir es jetzt mit Martin Schulz zu tun haben, weil er beispielsweise eine knallharte Einstellung hat bei europäischen Themen, gerade wenn es um die Währungsunion geht. Er fordert zum Beispiel Eurobonds. Er möchte ganz klar, dass die deutschen Steuerzahler haften für die griechischen Schulden und italienischen. Er ist beispielsweise für eine große Kasse, wo der Sparer einzahlt, der Deutsche, und dafür zuständig ist, wenn die italienischen Banken pleite gehen. Das sind alles Punkte, darüber werden wir reden. Herr Oppermann, Sie haben jetzt gerade sehr lange gesprochen. Ja, ja. Ich finde das aber gut, dass das so ist, Herr Oppermann, dass wir darüber jetzt streiten. Mhm. Ich möchte nämlich genau das Gleiche, was Sie wollen. Die Demokratie steht unter Beschuss, haben Sie völlig recht. Und deswegen ist es unsere Aufgabe aller Parteien. Und Sie haben völlig recht. Die Opposition ist schwach. Die Menschen haben den Eindruck, bei der Flüchtlingskrise, bei der Eurokrise, das ist ein Einheitsbrei, egal was ich wähle. Und deshalb wählen die Protest, deshalb AfD. Ja. Und deswegen müssen wir uns in der Sache streiten. Und da glaube ich, um auf Ihre Frage zurückzukommen, dass Herr Schulz einige Vorlagen gibt. Er ist freilich in vielen Themen unbeschriebenes Blatt, Frau Göring-Eckardt, da gebe ich Ihnen recht. Gerade im innenpolitischen Bereich, Steuerpolitik, Rente, das wird man noch sehen. Aber nochmal, ich freue mich auf die Debatte. Es ist höchste Zeit, dass wir die bekommen. Ich will nur einen Punkt korrigieren. Es geht doch am Tag der Bundestagswahl nicht nur darum, welche Person danach im Bundeskanzleramt sitzt. Es geht doch um eine viel grundlegendere Entscheidung. Gibt es danach im Bundestag eine Politik, die heißt ein Weiter-so, ein Durchwursteln, ein Verwalten der Probleme? Gibt es eine starke Rechtsverschiebung? Oder öffnet sich die Möglichkeit wirklich für eine Politik, dass keiner in diesem Land von Armut bedroht ist, dass die Mitte besser gestellt wird, und gibt es im Bundestag eine Mehrheit, um das zu finanzieren, wirklich die Superreichen stärker zu besteuern? Und ich glaube, das ist das, was eine Mehrheit in diesem Land will, dass wir Superreiche und Konzerne stärker zur Kasse bitten. Ich stehe dafür, die Linke steht dafür, eine Mehrheit will das. Und die Frage ist jetzt, wenn es ernst wird, stehen auch SPD und Grüne dafür, wenn es konkret wird und nicht nur um Rhetorik geht. Mhm. Wenn Frau Göring-Eckardt, Frau Merkel weg muss, was war bis dahin eigentlich an Frau Merkel so ungerecht? Oder so, keine Ahnung, Großkoalitionär. Was würde es nötig machen, diese Kanzlerin abzuwählen und durch eine neue Koalition zu ersetzen? Also im Moment haben wir die Situation, dass wir eine große Koalition haben, die sich gegenseitig neutralisiert.
Und manchmal hat man auch das Gefühl, die versuchen auch gleich noch die Opposition mitzumachen. Ich glaube übrigens nicht, dass die Opposition schwach ist, Herr Oppermann, sondern ich glaube, dass sie die Opposition immer gleich versuchen mitzumachen, dass man eigentlich gar nicht mehr weiß, wer regiert. Also manchmal denkt man, an Tag 1 regiert Frau Schwesig und an Tag 2 regiert sie gegen sich, opponiert sie gegen sich selber oder gegen irgendjemand anders in der Regierung. Aber sie schafft eine ganze Menge dabei. Das sehe ich ein bisschen anders. Aber diesen Streit müssen wir jetzt gar nicht führen, sondern die Frage ist tatsächlich, ob wir eine Alternative zur Großen Koalition haben. Mhm. Und für mich sind alle Farbspiele dabei völlig obsolet. Weil wir, wenn wir uns das Parteienspektrum angucken, wenn wir uns Verschiebungen angucken in Umfragewerten, wenn wir uns die Landtagswahlen anschauen der letzten Monate und der letzten Jahre, dann weiß keiner von uns heute auch nur annähernd zu sagen, was eigentlich im Herbst sein wird. Und deswegen ist es richtig, dass wahrscheinlich alle Parteien sagen werden, wir gehen ohne Koalitionsaussage in diesen Wahlkampf. Mhm. Und das gilt auch für uns. Ich möchte eine Regierung mit Grünen. Das finde ich in jedem Fall besser als eine ohne Grünen. Und da geht es um sehr existenzielle Fragen. Es geht um die Klimaschutzfragen. Das ist eine wirklich existenzielle Frage, nicht nur für Deutschland. Wenn ich mir vorstelle, wir gucken mal nach Asien, da kann man nur noch vor die Tür gehen in vielen Städten, indem man Mundschutz trägt. Sowas will ich in Deutschland nicht. Aber dann muss man jetzt tatsächlich umsteuern. Und wenn das gelingen soll, dann kann ich nicht sagen, das macht auf jeden Fall die SPD oder das macht auf jeden Fall Union, aber ich weiß, es machen auf jeden Fall wir. Und das ist der entscheidende Punkt. Diese Veränderung, diese grundlegenden Veränderungen auch in den Gerechtigkeitsfragen, dafür taugt die Große Koalition nicht. Und deswegen muss die abgelöst werden. Und es hängt nicht an Personen, sondern es hängt an diesen zentralen inhaltlichen Fragen, die man schon längst hätte angehen können und müssen, aber passiert ist es nicht. Noch nicht gemacht hat. Jetzt ist so interessant, Herr Lindner, dass ausgerechnet Sigmar Gabriel in diesem Interview sagt, Merkel und Schäuble hätten einen europäischen Scherbenhaufen hinterlassen. Das fand ich besonders bemerkenswert, weil mir bis dahin noch nicht aufgefallen war, dass und in welcher Heftigkeit er offensichtlich die Europapolitik von Merkel und Schäuble kritisiert. Wäre das nicht zwischendurch 10-mal der Grund gewesen, diese Große Koalition zu verlassen? Ja, ich habe den Satz auch mit Überraschung gelesen. In der Tat, es ist ja nicht ganz falsch, dass der deutsche Alleingang in der Flüchtlingspolitik, die grenzenlose Aufnahmebereitschaft, die wir hatten, bei vielen unseren europäischen Partnern Kopfschütteln ausgelöst hat. Franzosen waren nicht eingebunden, anderes mehr. Ist auch immer noch keine Ordnung hergestellt, so wie ich es mir wünsche. Ich glaube übrigens, Frau Göring-Eckardt, dass das auch ein ganz starker Grund sein wird bei der Bundestagswahl, dass Menschen zur Wahl gehen und sich eine Veränderung wünschen, weil sie einen starken Rechtsstaat wieder wollen, aber jede Form von Bürokratismus und Intoleranz ablehnen. Und zum anderen, wenn man den Satz, wenn man den Satz, darum geht's ja dann auch, ja, ein Land, das ein wirklich offenes Land, ein Land, ja, aber kein Land der grenzenlosen Aufnahmebereitschaft, sondern aber ein Land der Willkommenskultur, ein Land, ja, die beste Willkommenskultur, die wir haben, ist unser Grundgesetz, ja, und ich glaube, da müssen wir, darüber hinaus müssen wir gar nicht viel tun. Menschlichkeit und Humanität finde ich jetzt auch nicht ganz unwichtig. Menschlichkeit und Humanität, aber bitte mit Kontrolle. Der Staat muss die Kontrolle darüber haben, mit wem wir solidarisch sind. Auf Zeit. Und dann gehen die Menschen irgendwann in die alte Heimat zurück. Aber ich wollte nur den Punkt sagen, dass ich schon verstehe, was Herr Gabriel da meint. Für mich scheint das aber im Zusammenhang mit der Personalie Schulz ja eher ein Hinweis auf einen bestehenden Linksruck der SPD zu sein. Ja. Denn wenn ich das so lese, dann höre ich auch die Argumente von Herrn Schulz. Wir brauchen jetzt mehr Flexibilität bei den Schulden in Europa, weil die Reformen sind zu schmerzhaft. Und Herr Tsipras, der arme Herr Tsipras, der überhaupt nicht daran denkt, die Reformziele zu erreichen, sondern uns an der Nase herumführt. Also ist für mich ein Anzeichen für einen Linksruck. Oder zumindest eine Möglichkeit. Und dann stelle ich mir die Frage, woher denn, Herr Oppermann, die zusätzlichen Stimmen für die SPD kommen sollen. Mein Eindruck ist, ich bin jetzt nicht in der Position, Ihnen Ratschläge geben zu wollen, auch gar nicht in meinem Interesse, aber mein Eindruck ist, insbesondere so die Industriearbeitnehmerschaft, die hohe Steuern zahlen, die durch Frau Nahles immer höhere Sozialabgaben zahlen, die durch die Energiewende möglicherweise ihre Arbeitsplätze gefährdet sehen, die Leute fragen sich, wo ist eigentlich die SPD für mich? Und denen scheint mir Herr Schulz auch noch kein Angebot machen zu wollen. So, Herr Oppermann ist gleich dran. Ich würde zwischendurch gerne nach meinem Punkt Herrn Lindemann noch mal fragen. Herr Lindemann, war Ihnen bewusst, wie kritisch der Vizekanzler eigentlich die Euro- und Flüchtlingspolitik von Schäuble und Merkel sieht? Er hat die doch unterstützt. Er hat doch bei jeder Euro-Abstimmung mitgemacht.
Also das finde ich schon ein bisschen verlogen, muss ich ganz ehrlich sagen. Entweder man steht zu seiner Meinung oder man steht dazu nicht. Also ein Wolfgang Schäuble war hart. Der hat ganz klar aufgepasst, auch im Falle Griechenlands, dass da nicht zu viel passiert. Mhm. Bei Herrn Gabriel nicht so. Also ich würde da mal ein bisschen zurückhaltender an seiner Stelle sein, argumentiert. Weil er das mit öffnet argumentiert er, Herr Oppermann ist gleich dran, öffnet Sigmar Gabriel da auch ein bisschen die Tür, weil wir ja jetzt überall vom Vollblut-Europäer hören, der Martin Schulz sei, naja, um tatsächlich mit einem Thema, mit dem man bisher nicht so richtig gewinnen konnte, um es sehr freundlich zu formulieren, eine Tür zu öffnen? Ja, und ich glaube natürlich auch, ehrlich gesagt, irgendwann muss man sich als SPD auch mal überlegen, was werfe ich der Merkel vor? Also die wollen ja jetzt in den Wahlkampf gehen. Jetzt haben sie zusammen alles unterschrieben, alles zusammen gemacht. Jetzt versucht man irgendwie Unterschiede rauszuarbeiten, mehr oder weniger glücklich. Ich meine, es heißt ja immer, die SPD ist im 23%-Tal. Stimmt doch gar nicht. Die SPD hat nach der neuesten Umfrage, die ich jetzt bei Allensbach gesehen habe, hat die SPD und die Sozialdemokratie im Deutschen Bundestag 58%. Wenn wir die beiden Teile, CDU und SPD, zusammenrechnen. Ja, das ist doch so. Es ist doch die Wahrheit. Deswegen hat doch die SPD genau diese Probleme, die sie hat. Wir haben die erste Sozialdemokratin im Kanzleramt, die das SPD-Parteibuch ernst nimmt. Angela Merkel. Und zwar ernster, als es ihre Vorgänger Schröder und Schmidt getan haben. Und deswegen glaube ich, wenn die Leute sich für eine sozialdemokratische Politik entscheiden können, zwischen einer SPD-geführten von in diesem Fall Schulz oder Gabriel oder der von Pfaff Merkel entscheiden sich für die bekanntere Frau Merkel. Und deswegen glaube ich übrigens in der Tat ist auch das richtig, dass wir die AfD deswegen kriegen oder die FDP, dann die beiden, weil die Leute sagen, wir wollen endlich wieder eine Opposition haben. Wenn Frau Göring-Eckardt sagt, wir sind die Opposition, das stimmt auch gar nicht. Wir haben vier mehr oder weniger sozialdemokratische Parteien im Augenblick oder mehr oder weniger linke Parteien im Deutschen Bundestag. Und die einzigen Parteien, die ich sehe, die sagen, wir machen was ganz anderes, ist die AfD und für die es ein bisschen, sagen wir mal, nicht so unanständig haben wollen, die FDP. Also, wenn Ihre These stimmen würde, Herr Oppermann, wenn Frau Merkel. Kurze Frage vorneweg. Sie kennen das, so ist es in der Sendung. Womit und wie soll sich Martin Schulz jetzt also im Markenkern unterscheiden von dem, was bisher in der Großen Koalition beschlossen wurde? Erstmal die. Das ist, Herr Fleischer, sich mit der, wenn Frau Merkel, neu formuliert, wenn Frau Merkel eine Sozialdemokratin wäre, dann könnten wir sofort im Deutschen Bundestag dafür sorgen, dass Arbeiter, dass Arbeitnehmer oder Menschen, die arbeiten, nicht mehr Steuern zahlen müssen als die, die ihr Geld arbeiten lassen, dann würden wir die Abgeltungssteuer abschaffen. Dann würden wir, ja, aber in einer ganz anderen Zeit, als es noch keinen informatischen Informationsausgleich gab. Lassen Sie mich doch mal ausreden, Herr Lindner. Beim ausgeschütteten Gewinn der Steuer. Frau Kipping, nur eine kurze Information. Eine Information, nur ein Satz. Kann ja jeder googeln. Wir haben hinterher in Zeiten, in denen man alles prüfen kann. Bei der Abgeltungssteuer auf ausgeschütteten Gewinn ist der Steuersatz höher als der Spitzensteuersatz. Also bitte bleiben wir bei den Fakten. Da wird ein Popanz aufgebaut. Das hält einer Kontrolle nicht stand. Wenn Sie eine Sozialdemokratin wäre, dann würden wir sofort bei der Krankenversicherung die paritätische Beitragszahlung einführen, die wir jetzt nicht haben. Das sind alles Dinge, die wir machen könnten, wo wir, übrigens, wir könnten auch sofort eine Steuerreform machen. Warum machen wir die nicht? Ich bin der, ja, warum machen Weil wir die Sie nicht? Steuern erhöhen wollen. Nein, wir haben gesagt, wir finden, dass die mittleren und unteren Einkommen viel zu stark belastet sind. Wenn jemand 2000 Euro verdient, muss er 400 Euro Sozialabgaben zahlen. Und wenn er etwas mehr verdient, muss er auch zusätzlich noch Steuern zahlen. Das ist nicht gerecht. Deshalb sagen wir, wir wollen die unteren Einkommen entlasten. Aber die Union sagt, wir machen keine Steuergestaltung, keine Steuerreform. Natürlich würden wir dann auch beim Spitzensteuersatz gucken, dass wir die Gegenfinanzierung dabei rein. Wenn die SPD immer noch darunter leidet, dass es die Agenda 2010 gegeben hat, dass es diese große wirtschaftsliberale Welle gegeben hat, den sogenannten dritten Weg, warum sind Sie dann nicht längst aus dieser großen Koalition ausgestiegen, wo Sie sehen, dass sie Ihnen so schadet, und zwar nennenswert? Ich glaube nicht, dass die Große Koalition uns schadet. Ich glaube, dass wir in der Großen Koalition wirklich vieles erreicht haben. Und das wissen auch die Menschen, was wir da umgesetzt haben. Das Problem ist natürlich, dass
Dass es nicht funktioniert? Nein, dass in dieser großen Koalition natürlich, wir haben einen Vertrag gemacht, einen Koalitionsvertrag. Und wenn wir so etwas machen, dann sind wir auch verlässlich. Dann regieren wir den verabredeten Zeitraum, verhandeln hart. Sie haben ja Frau Schwesig kritisiert, dass die gelegentlich mal auch in die Opposition zu unserem Koalitionspartner geht. Damit hat sie aber viel erreicht. Sie hat die gesetzliche Quote für Frauen in Vorständen durchgesetzt. Sie hat jetzt das Gesetz über Lohngerechtigkeit durchgesetzt, das im Bundestag verabschiedet wird. In den nächsten Wochen gleicher Lohn für gleiche Arbeit von Männern und Frauen in Unternehmen. Das ist unser Problem. Wir müssen einmal den Koalitionsvertrag abarbeiten. Das haben wir weitgehend gemacht. Aber nicht in der Sendung. Nicht in der Sendung. Nicht alles aufzählen. Und wir müssen dann aber dafür sorgen, dass weitergehende Fragen auch auf die Tagesordnung kommen. Und da geht es uns in erster Linie um soziale Gerechtigkeit. Es geht vielen Menschen in diesem Land gut, aber die meisten finden, dass es in diesem Land gerechter zugehen könnte. Und da stoßen wir an die Grenzen bei unserem Koalitionspartner. Ich finde, das können wir dann sehen. Aber jetzt eröffnet sich eine Chance. Nein, das ist ja ein spannender Punkt, den Sie angesprochen haben. Und ich will jetzt nicht rückblickend sagen, was an den von Ihnen genannten Erfolgen gar nicht so toll war, wie Sie es jetzt darstellen, sondern wir haben jetzt ein Möglichkeitsfenster. Es gibt ja eine Mitte-Links-Mehrheit und die könnten wir nutzen für ganz konkrete Maßnahmen. Wenn wir wollen, dass Gesundheit keine Frage des Geldbeutels ist, könnten wir jetzt sofort alle Zuzahlungen für Medikamente abschaffen und danach beraten, wie wir eine solidarische Gesundheitsversicherung in die Wege leiten. Wenn wir wollen, dass in diesem Land niemand vor Armut Angst hat, könnten wir sofort den Hartz-IV-Sanktionsparagrafen streichen und dann überlegen, wie wir soziale Garantien und gute Arbeit und gute Rente für alle in die Wege leiten. Und wenn wir wollen, dass alle Kinder in diesem Land einen guten Start ins Leben haben, könnten wir sofort sicherstellen, dass überall in den Schulen ein gesundes, warmes, kostenfreies Mittagessen gibt und danach eine Kindergrundsicherung in Gang nehmen. Das wären ganz konkrete Maßnahmen. Dafür gibt es Mehrheiten. Und ich finde, wir haben die Pflicht, das zu nutzen. Denn die Alternative dazu ist ja nicht, dass es ein bisschen weniger hübsch wird. Die Alternative dazu ist ziemlich gefährlich. Nämlich erstens, das ist dann Ihr Problem, dass die SPD weiter auf der schiefen Bahn hinter der CDU hinterher schlittert. Und es droht natürlich im Zuge der ganzen sozialen Verunsicherung eine Rechtsverschiebung. Das ist gefährlich. Deswegen finde ich, so unbequem das für uns ist, wir müssen diese Chance. Eine Sache muss man doch mal kurz festhalten, wenn man das Zwiegespräch zwischen den beiden Kolleginnen und Herrn Oppermann sieht. Bei den Themen, die angesprochen worden sind, geht es ausschließlich um das Verteilen des Wohlstands. Und bei uns wird überhaupt gar nicht mehr die Frage gestellt, wovon wir eigentlich morgen leben sollen. Ja. Die jetzige wirtschaftliche Lage wird von Ihnen offensichtlich als eine Garantie betrachtet, dass das immer automatisch so weitergeht. Und so wird ja die Politik übrigens seit 2013 gemacht. Mhm. Jede Woche eine neue Belastungsprobe für Mittelstand, Handwerk und Industrie. Herr Oppermann spricht hier davon, wir wollen die mittleren Einkommen entlasten. Mhm. Und gleichzeitig denkt Frau Nahles laut darüber nach, der Rentenversicherungsbeitrag soll auf 25% steigen. Ja, zu wessen Lasten geht das denn? Doch nicht zu Lasten der Millionäre, sondern voll zu Lasten von Millionen Beschäftigten, die sich fragen, also ist nicht die SPD eigentlich die Partei, die dafür sorgen soll, dass ich in meinem Leben wirtschaftlich vorankomme? Und die fühlen sich alleingelassen. Frau Kipping, wir sollten in Deutschland damit aufhören, nur über die Ränder zu sprechen. Sie sprechen nur über Superreiche und Bedürftige. Dazwischen gibt es Dutzende Millionen Menschen, die nicht bedürftig, sondern solidarisch sind, die aber auch nicht wie die Geissens aus dem Gröbsten raus sind und superreich sind, sondern die sich fragen, wo sind meine Alltagssorgen in der Politik geblieben? So, Herr Lindner, Frau Göring-Eckardt ist da. Und interessanterweise wird sich ja ein neues Bild ergeben. Es werden wahrscheinlich 6 oder sogar 7 Parteien in diesem Deutschen Bundestag sein. Darüber reden wir jetzt. Es wird sich damit auch eine völlig neue Konstellation unter den Parteien ergeben. Es wird diese Zweierbündnisse wahrscheinlich nicht mehr geben, sondern es wird Dreierbündnisse geben. Das heißt, alle die, die hier am Tisch sitzen, müssen gegebenenfalls auch miteinander koalieren. Die Frau Göring-Eckardt, die Sie gerade so angegriffen haben, werden Sie morgen vielleicht brauchen. Oder Sie, weil Sie in einem Dreierbündnis sitzen. Also, die Frage ist, streben alle in eine Mitte und die SPD geht jetzt mehr nach links? Oder gehen Sie davon aus, Frau Göring-Eckardt, dass das tatsächlich ein Wahlkampf wird, in dem die Mitte von allen Parteien besetzt werden wird, weil alle natürlich vor allen Dingen die Wähler der Mitte, also der Mehrheit, erreichen wollen? Also wenn ich mir Herrn Lindner anhöre, dann habe ich den Eindruck, das habe ich alles schon gehört von 2009 bis 2013. Das ist die alte Platte, das wollten die Leute nicht mehr. Und warum wollten sie sich nicht mehr, Herr Lindner? Weil sie nicht darum
ringen, wie die Gesellschaft eigentlich zusammenbleiben kann, sondern weil sie eine eindeutige, klare Klientelpolitik für eine kleine Gruppe machen. Das können sie machen, damit kommen sie vielleicht über 5%, aber das ist nicht die Frage, über die wir hier sprechen. Die Frage, über die wir hier sprechen, ist... Wissen Sie da auch besser, dass es nicht so ist? Die Frage, über die wir hier sprechen, ist tatsächlich, wie wird der Wohlstand gesichert? Da bin ich bei Ihnen, dass wir nicht davon ausgehen können, dass das einfach so bleibt. Und deswegen sage ich, wir brauchen eine echte Veränderung. Da können wir nicht mehr so weitermachen. Herr Gabriel ist ja faktisch aus dem Wirtschafts- und Energieministerium, das gehört ja eigentlich dazu, jetzt auch geflohen. Ich verstehe auch nicht, warum eigentlich, warum er jetzt plötzlich ins Auswärtige Amt will. Ich verstehe es nicht, weil er hätte da viel zu tun gehabt. Die Energiewende ist vor den Baum gefahren, im wahrsten Sinn des Wortes. Wenn man sich die mittelständische Wirtschaft anguckt, dann kann man nicht sagen, das ist erfolgreich. Und wenn man sich die notwendige Transformation anguckt, wir müssen uns unabhängig machen von den Ressourcen. Wir können uns das angucken weltweit. Wenn wir eine Chance haben wollen, tatsächlich Arbeitsplätze in Deutschland zu behalten, brauchen wir eine andere Automobilindustrie. Das müssen wir, darum müssen wir uns kümmern. Also, ich versuche meine Frage noch mal zu stellen. Wird es drei Parteienbündnisse geben wie in Rheinland-Pfalz? Die wird es wahrscheinlich geben. Werden Sie morgen also Herrn Lindner anrufen und sich auch mit ihm treffen oder wird es eher nicht passieren? Wir sehen uns morgen. Deutschland eben. Aber wird Deutschland eher nach links rücken? Ist es wahrscheinlicher, dass es eine rot-rot-grüne Regierung gibt? Also, ich sage noch mal, ich möchte, dass es eine grüne Regierung gibt, eine mit Grün. Und wir beweisen gerade in 11 Ländern, was Mitte ist. Wir regieren nämlich mit unterschiedlichen Parteien. Und zwar sehr erfolgreich. Und worum geht es immer? Es geht immer darum, dass es Veränderungen gibt, wo Leute von profitieren. Und da ist Umweltschutz eine zentrale Frage. Eine andere Landwirtschaft zum Beispiel, wie in Niedersachsen, das war verdammt viel Zeit, die dahin gegangen ist, bis mal diese Massentierhaltung endlich abgeschafft wurde. Okay. Das ist eine, ja, natürlich, das ist ganz zentral. Da geht es um wirklich existenzielle Lebensfragen. Ich sehe in Nordrhein-Westfalen nur Ihre verheerende Schulpolitik. Herr Lindner, ich habe das mit der Schulpolitik in Nordrhein-Westfalen schon mal von Ihnen gehört. Und ja, ich habe jetzt auch verstanden, so. Warum. Weil Sie wollen sich um 50 Elite-Gymnasien kümmern, während sich die Schulministerin um die 6.000 anderen Schulen kümmert. Mir sind die 6.000 anderen Schulen wichtiger. So, wir reden jetzt heute nicht über Nordrhein-Westfalen. So ein, ja, aber es ist doch ein totaler Unsinn. Nee, Ich sage Ihnen, was das Problem ist. Das Problem der Grünen in Nordrhein-Westfalen ist einfach, sage ich da auch, das Problem der Grünen in Nordrhein-Westfalen. Die Grünen in Nordrhein-Westfalen werden wir jetzt nicht aufklären. Ich wollte gerne wissen, Herr Lindner, ob wir in der Republik weiter nach links rücken und also rot-rot-grüne Bündnisse wahrscheinlicher werden. Und jetzt versuchen wir wenigstens uns mal zwischendurch die Frage zu beantworten. So, Herr Oppermann, wird dieser Plan plötzlich realistisch, weil er, oder attraktiv, wird dieser Plan plötzlich attraktiv, wollte ich fragen, weil er eher unrealistisch ist? Die Mehrheiten sprechen gerade nicht dafür. Die Mehrheiten stehen ja noch gar nicht fest. Das wird sich noch sehr verändern bis zur Bundestagswahl. Wir haben noch 8 Monate. Wir kämpfen nicht für eine Koalition. Wir kämpfen für ein möglichst gutes Ergebnis der SPD. Wir wollen viel sozialdemokratische Politik durchsetzen. Wir wollen das Land gerechter machen. Wir wollen es auch sicherer machen. Und dazu brauchen wir Partner. Welche Partner wir haben am Ende, das entscheiden allein die Wählerinnen und Wähler. Und ich sage Ihnen, da stimme ich Frau Göring-Eckardt zu, es wird keine Koalitionsaussagen geben. Wir sind gesprächsbereit. Es wird auch keine Wunschkoalition geben. Alle sind da offenbar sehr ernüchtert. Uns ist bewusst, dass die große Koalition eine ungeliebte Koalition ist. Aber Sie sprechen von einer Kampfansage, Herr Oppermann. Nochmal, Sie sprechen von einer Kampfansage. Worin besteht jetzt diese Kampfansage? Ist das Rot-Grün oder ist das was anderes? Wir wollen mit Martin Schulz dieses Land, diese Regierung wieder von vorne führen. Und Sie sagen 30% plus X. Ja, wir wollen. Können nicht alle Kanzlerkandidaten darauf sogar aufrechten Hauptes drunter durchlaufen? Wer soll das schaffen? Wer soll 30% plus X schaffen? Lassen Sie uns das doch mal versuchen. Sie haben ja schon zitiert, dass die Umfragesituation sich verändert hat. Wir gehen mit großer Bereitschaft und Begeisterung in diesen Wahlkampf rein. Und wir stehen nicht nur hinter Martin Schulz, sondern wir haben auch Inhalte, die wir bereits erarbeitet haben mit unserem Wahlprogramm, die hochattraktiv sein werden, weil ich glaube, dass wir viele Menschen ansprechen. Wir beantworten viele Fragen von Menschen in diesem Land, die sagen, das ist ein gutes Land, ein starkes Land, ein schönes Land, aber hier das gibt heißt, es... Das heißt, Sie werden auch nicht sagen, dass Sie gerne mit den Grünen regieren? Sie sagen Nein, auch nicht, dass Sie gerne mit den Grünen regieren? Wir haben mit den Grünen natürlich immer noch viele Schnittmengen und wir werden mit den Grünen reden, wir werden auch mit den Linken reden, wenn die Wähler eine rot-rot-grüne Mehrheit herbeischaffen, dann muss selbstverständlich sondiert werden, ob es Gemeinsamkeiten gibt. Für mich ist schon jetzt völlig klar,
dass es dabei auch Grenzen gibt. Wir werden nicht in eine Regierung hineingehen, die darauf angelegt ist, Europa zu schwächen oder aus der NATO auszutreten. Das wird es mit uns nicht geben. Aber mit Ihrer Aussage müssen Sie selbstverständlich sowas machen. Mit Ihrer Aussage ist doch jetzt klar, dass Sie offen sind für Rot-Rot-Grün. Wir wissen seit heute Abend spätestens, dass wir einen Lagerwahlkampf erleben werden. Und ich kann Ihnen genau sagen, wie der ausgeht. Das Thema soziale Gerechtigkeit wird die FDP und die CDU und CSU so definieren, dass wir nicht nur darüber reden, den Sozialstaat auszudehnen, sondern auch an diejenigen zu denken, die diesen Sozialstaat mit ihren Steuern bezahlen. Erstens. Tun wir auch. Zweitens. Sie wollen Steuern erhöhen, Sie wollen neue Steuern einführen. Es gibt bestimmt viele Menschen, die bereit sind, das eine oder andere Euro Steuern mehr zu zahlen. Die können auch gerne spenden. Das Bundesministerium für Finanzen ist offen. Aber uns geht es um die Haltung. Wir sagen einfach, dass der Staat verdammt noch mal mit seinem Geld auskommen muss. Dass wir nicht immer Steuern erhöhen. In Zeiten niedriger Zinsen, wo die EZB eine Geldpolitik macht. Herr Lindemann, wir wollen die Steuern senken. Sie wollen aber im Gegenzug Steuern erhöhen. Und das ist eine Frage von Haltung. Wir sagen, der Staat muss mit seinem Geld auskommen. Ein Satz noch. Herr Oppermann, Herr Oppermann. Als die schwachen Schultern, das ist doch ganz klar. Herr Oppermann, Herr Oppermann. Schauen Sie sich, ein Satz noch. Schauen Sie sich die letzten Jahrzehnte an. Immer dann, wenn der Staat die Steuern erhöht hat, kam er auf neue Ideen, wie man das Geld verschwendet. Wir müssen den Hunger des Staates begrenzen und nicht ausweiten. Und dafür stehen wir. Also ganz ideenreich sind Sie auch nicht. Die Wahrheit ist doch die Frage, wir haben von der Agenda 2010 Politik gesprochen und waren jetzt bei Rot-Rot-Grün. Frau Kipping, wenn man sich hier in Berlin dieses Bündnis anschaut, Bündnis Rot-Rot-Grün in Berlin, hätte der Staat nicht schlechter sein können. Ist das für Sie dennoch ein Grund zu sagen, es gibt begründete Hoffnung, dass die Parteien, diese drei Parteien sich finden und dass es zu einer alternativen Politik kommen wird? Sie treffen sich regelmäßig offensichtlich zum Schnupperkurs mit den Kollegen von den Grünen und von der SPD. Wohin tragen Sie diese Treffen? Also zunächst muss man sagen, in der Tat kommunikativ, das haben die Berliner auch eingeräumt, hätte das besser laufen können. Zudem muss man aber sagen, gerade in Berlin zeigt ja auch Rot-Rot-Grün, dass es für eine politische, substanzielle Veränderung steht. Das Sozialticket wird deutlich reduziert. Bei sozialen Wohnungsbau gibt es klare gibt es sozusagen einen Stopp des Mietenanstiegs. Und sie haben natürlich auch geschafft, was die Vorgängerregierung, die CDU-Regierung nicht geschafft hat, dass die Turnhallen, wo die Leute unter schrecklichen Bedingungen leben, mussten jetzt wirklich leergezogen werden und die Menschen in andere Bedingungen kommen. Also insofern sagen, in Berlin ist mehr passiert, als immer wieder berichtet wird. Aber Herr Lindemann, eine Sache regt mich wirklich auf. Wenn wir über Besteuerung reden, dass Sie den Eindruck erwecken, wir wollen an die Leute ran mit mittleren Einkommen. Das ist totaler Quatsch. Unser Steuerkonzept sieht vor, Menschen mit mittleren Einkommen deutlich zu entlasten und denen auf eine deutlich bessere Rente zur Verfügung zu stellen. Aber wir haben, Sie können nicht einfach so sagen, Herr Lindemann, die sollen dann mal was spenden. Sie haben doch, Frau Kipping, 36 Milliardäre in diesem Land haben so viel Vermögen wie die Hälfte der Bevölkerung. Wenn. Und in so einer Situation können Sie doch nicht sagen, ach, dann spenden die mal was. Frau Kipping, mir geht es darum, Menschen in diesem Land, die sich als Verlierer empfinden und in der Mitte zu Hause sind. Darüber reden wir jetzt noch mal. Und ich möchte von Herrn Fleischhauer wissen, warum empfinden die sich als Verlierer, obwohl sie in der Mitte zu Hause sind? Und wäre es daher klug, wenn dieses Land einen Lagerwahlkampf erleben würde? Oder wäre es klug, wenn jede Partei tatsächlich für ihr eigenes Programm wäre? Also ich glaube, dass, um mit dem Letzten anzufangen, die SPD kann gar keinen Lagerwahlkampf führen, weil wenn sie offen sagen würde, dass sie für Rot-Rot-Grün wäre, würden die Leute schreiend davonlaufen. Deswegen gibt es ja zum Beispiel auch schon so komische Begriffe wie R2G. Ich habe mir gedacht, das wäre irgendwas aus Star Wars. Ja? Was ist R2G? Das soll heißen, also für alles noch nicht gehört haben, Rot, Rot, Grün, also zweimal Rot. So eine Verniedlichungsformel, die, glaube ich, sozusagen eingeführt wurde als so ein Euphemismus. Wenn die Leute sich angucken, wie es zum Beispiel in Berlin läuft, dann sagen die Leute, das ist ja ein Testlauf, das ist ja furchtbar, was die da machen. Ich meine im Ernst, in einer Stadt, in der ein Terroranschlag war, und eines der ersten Gesetze, die der Justizminister auf den Weg bringt, sind für Unisex-Toiletten, aber keine Videoüberwachung. Eine Stadt, wo die Leute nach einem Terroranschlag... Mit den Toiletten haben sie es, ne? Ja, ich habe auch nicht die Unisex-Toiletten, aber das ist ein Testlauf jedenfalls, wo der SPD nicht gewinnen kann. Und jetzt zu der Frage, warum gehen Leute von der Mitte oder sind die enttäuscht? Ich glaube, dass die ökonomischen Gründe, das zeigen auch die Wahlen interessanterweise in Amerika... Und das zeigen auch Umfragen in Deutschland, dass die ökonomischen Gründe überschätzt werden und die kulturellen unterschätzt. Ich glaube, was wir erleben, ist zum Teil,
dass Leute sich auch kulturell abgewertet fühlen. Es gab einen wahnsinnig interessanten Beitrag des Chefes der Heinrich-Böll-Stiftung aus Washington auf ihrem Parteitag, dem Grünen Parteitag. Und er hat gesagt, was wir gemacht haben, ist, die Arbeitermittelschicht im Grunde zu behandeln wie eine kulturelle Unterschicht. Wir haben den Leuten gesagt, woran du glaubst, rückständig. Dein Weltbild, daran musst du arbeiten. Die haben die Leute wie Deppen zu Deppen gemacht. Und dass Leute das nicht mögen, wenn man sie zu Deppen erklärt und sagt, pass mal auf dein Denken, du bist noch nicht fortschrittlich genug, da musst du aber noch unter anderem Unisex-Toilette ganz viel lernen, dass die Leute irgendwann wütend werden. Das hat man, glaube ich, in diesen Wahlen gesehen. Und deswegen ist die Erklärung für Leute wie Trump oder auch den Sieg der AfD, das immer auf dieses Ökonomische zu begrenzen, glaube ich, Fehler. Weil die Partei, haben wir doch in Deutschland, die Partei, die sagt, ich gebe euch mehr Geld, die sitzt doch hier neben mir. Da gibt es aber doch, meine ich, einen ökonomischen Grund, den man in den Blick nehmen muss. Ich kann sehr jeder ein Bild machen. Ja, ich bin anderer Meinung als die Kollegin. Aber es gibt schon ein Gefühl der Ungerechtigkeit, auch in ökonomischer Hinsicht. Ich glaube nicht, dass das zutrifft, was hier gesagt worden ist. Also, dass die Menschen das Gefühl haben, dass der Handwerksbetrieb um die Ecke ein Problem der sozialen Gerechtigkeit ist, wenn der erfolgreich ist. Ich behaupte, dass die Deutschen in der Regel auch kein Problem haben mit erfolgreichen Familienunternehmen wie Miele, die großartige Produkte machen und wo Tausende einen guten Arbeitsplatz haben. Aber die Leute haben zu Recht auch das Gefühl, dass es unfair ist, wenn sie hohe Steuern zahlen, unser Mittelstand hohe Steuern zahlt, aber die Apples, Googles, Starbucks und Ikeas dieser Welt Milliardengewinne erzielen und keinen Cent zur Finanzierung des Gemeinwesens beitragen. Das ist gerecht. Da haben wir alle an den Tisch. An dem Punkt haben wir alle. Aber dann möge doch. Herr Lindemann sagt, die sollen spenden. Das möge doch. Nein, jetzt will ich aber noch einen Punkt zu den Koalitionen machen, Frau Inner. Weil, ich finde, dass wir über Rot-Rot-Grün sprechen. Nicht nur. Ich frage ja danach, worin bestehen die Alternativen? Die Spielerei mit größeren Ampeln wollten Sie sich nicht einlassen. Können wir gleich ja auch. Auf jede Frage antworte ich. Aber ich will noch auf einen Umstand mal in diesem Jahr hinweisen. Also nach meiner Wahrnehmung werden wir in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen in diesem Jahr im Mai erleben, dass zwei rot-grüne Regierungen, wie zuvor übrigens ja schon in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg im letzten Jahr, zwei rot-grüne Regierungen ihre Mehrheiten verlieren werden. Übrigens insbesondere wegen der grünen Schulpolitik in Nordrhein-Westfalen. Und dann schauen wir, nicht wegen irgendwelcher Elite-Gymnasien, sondern weil sie eine Inklusion von behinderten Schülern eingeführt haben, die dazu führt, dass die Schüler unbetreut auf dem Flur im Rollstuhl sitzen und die Menschen sich das nicht mehr bieten lassen. Das ist einer der Gründe. So, jetzt komme ich auf die Umfragen. Ist Ihnen eigentlich aufgefallen, dass Rot-Rot-Grün in den meisten Umfragen weiter von einer Mehrheit entfernt ist als Schwarz-Gelb? Ist Ihnen das aufgefallen? Ja. Schwarz-Gelb ist genauso weit von Davon einer Mehrheit entfernt oder näher dran als Rot-Rot-Grün. Und in der Wirtschaft ist inzwischen wieder die beliebteste Konstellation eine Zusammenarbeit von Union und FDP. Ohne dass ich weiß, ob es dazu kommt oder ob wir ein gemeinsames Projekt begründen könnten in der Sache, will ich nur sagen, es wird immer so gesagt, ja, es kann ja nur komplizierte Regierungen geben. Ich weiß das nicht. Vielleicht sagen die Leute, in schwierigen Zeiten wählen wir wieder mal was für was. Dann muss jetzt unbedingt die Frage an Herrn Lindemann gestellt werden, ob Herr Lindemann, Ihre CDU, da greift Herr Lindner ja auch auf eine Zeit zurück, die wir jetzt nicht mehr so richtig erinnern in Bezug auf die Union. Ob Ihre CDU in der letzten Zeit in Bezug auf die Rente, in Bezug auf Gesundheit, in Bezug auf den Mindestlohn auch ein bisschen links geworden ist? Wünschen Sie sich Ihre Partei ein bisschen weniger links? Natürlich war es schwierig in dieser großen Koalition. Mhm. Natürlich haben wir auch Erfolge gehabt, ganz klar. So viel investiert wie noch nie. Mit dem Geld mal ausgekommen. Schulden zum Teil jetzt abgebaut, alles richtig. Aber der natürliche Partner der Union bleibt die FDP. Die Welt ist in Aufruhr. Herr Trump will sich abschotten, Protektionismus machen. Wir brauchen Marktwirtschaft, dafür brauchen wir auch eine liberale Partei. Mhm. Und es ist natürlich völlig richtig, was Christian Lindner sagt. Hier im Staat müssen wir mit dem Geld auskommen. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, der uns eint. Und natürlich müssen die Amazons dieser Welt und so weiter, dass Steuerschlupflöcher geschlossen werden. Aber was die Leute wollen ist, und das hat auch Herr Lindner gesagt, bezogen auf die Flüchtlingskrise, dass wir uns an Recht und Gesetz halten. Mhm. Dass die Menschen nicht das Gefühl haben, dass jedes Parkticket besser und schärfer kontrolliert wird als die Regeln der Europäischen Union, als die Regeln von Schengen oder wie auch immer. Das eint uns. Und ich glaube, dass Christian Lindner und die FDP
auch aus der Vergangenheit gelernt haben, genauso wie wir auch. Deswegen ist das der natürliche Partner. Und gerade wir sind die Partei der sozialen Marktwirtschaft, die FDP auch. Und gerade vor den Veränderungen in dieser Welt, glaube ich, brauchen wir eine liberale Partei im Deutschen Bund. So, jetzt schauen wir noch mal ganz kurz. Frau Göring-Eckardt ist gleich dran. Nur weil wir ja merken, dass es ein bisschen spröde ist mit der Vorstellung allein, mit wem man am Ende im September alles zusammen an einem Kabinettstisch sitzen kann. Es gibt ja auch Menschen, die finden ein schwarz-grünes Bündnis hochinteressant. Mhm. Nicht nur in Baden-Württemberg, sondern auch andernorts. Wenn ich mich nicht irre, gehörten Sie ursprünglich mal dazu und sagten, dass es gibt durchaus fortschrittliche Regierungen und interessante Entscheidungen von schwarz-grün geführten Ländern. Ist das so? Von den Ländern nicht. Aber natürlich gibt es Themen bei den Grünen. Zum Beispiel sitze ich im Ausschuss Arbeit und Soziales. In der Rentenpolitik beispielsweise kann ich vieles unterschreiben. Ich glaube, da sind wir auch nicht weit voneinander entfernt. Trotzdem gibt es andere Bereiche. Da richtig viel Geld rausgekommen. Andere Bereiche in der inneren Sicherheit, Stichwort Videokameras, Transitzonen und so weiter, wo wir meilenweit voneinander entfernt sind. Mhm. Und insofern glaube ich, ist es richtig, dass die Parteien sich auf sich konzentrieren müssen. Wir müssen wissen, auch jede Partei muss sagen, wenn 100% Union ist, wofür stehen wir? Ich glaube, das müssen wir herausarbeiten. Mhm. Weil das haben wir als Partei, muss ich auch zugeben, in den letzten Jahren zu wenig gemacht. Die inhaltlichen Unterschiede herausgearbeitet. Wir haben sehr stark den personellen Unterschied, unsere Chefin, nach vorne gestellt. Also? Gegen Herrn Gabriel, da hat es geklappt, ja. Gegen Seehofer hat geklappt. Und ich glaube, wir haben ja gesehen, auch bei der Entwicklung jetzt, dass die Unterschiede wieder rausgearbeitet werden. Das heißt, wir müssen weg, oder dürfen uns nicht nur auf den personellen Unterschied konzentrieren, sondern müssen in der Sache wieder Unterschiede herausarbeiten, Profil gewinnen, eine Erkennungsmelodie anstimmen. Und ich glaube, wir sind auf einem guten Wege. Zumindest was jetzt auf den Weg gebracht wird in Sachen Steuerpolitik, in Sachen Innenpolitik, was Herr de Maizière macht. Mhm. Und ich glaube, das erwarten die Menschen, dass diese Unterschiede da sind. Schwarz-Grün. Dann freue ich mich Frau auf die Auseinandersetzung. Schwarz-Grün ist wie aussichtsreich und wie erfolgreich in Ihren Augen? Naja, wir haben ja gerade über Herrn Seehofer gesprochen. Ich weiß nicht, was er noch vorhat und welche Politik er machen will. Wenn ich mir angucke, was er in der Flüchtlingspolitik will, die Verfassung offensichtlich ändern, weil er eine Obergrenze einführen will, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Mhm. Und deswegen sage ich noch mal, das wird keine leichte Regierung geben. Aber ich finde auch, wir können nicht so tun, als ob wir hier im kleinen innenpolitischen Spielfeld sind. Also ich finde auch, Frau Kipping, Sie müssen mal sagen, welche Partei Sie eigentlich sind. Sie können viel Sie über Kinderarmut reden und so weiter. Zusammen. Und ich würde schon gerne wissen, wie Sie das eigentlich regeln wollen in Ihrem Laden. Also mit auf der einen Seite Frau Wagenknecht und auf der anderen Seite einem realpolitischen Flügel. Ich bin ja Thüringerin, da funktioniert es übrigens gut mit dem Rot-Rot-Grün und sehr seriös und sehr ordentlich. Ja gut, aber und vielleicht können deswegen, Sie erst mal, ehe Frau Kipping dran ist, können Sie ja noch mal sagen, Frau Göring-Eckardt, ob Sie sich vorstellen können, zusammen mit Cem Özdemir und Sarah Wagenknecht an einem Kabinettstisch zu sitzen. Also bei Rot-Rot-Grün wäre das so. Ich ja gerade an jeder, allem was wollen wir ganz kurz mal auf die Antwort hören? Nee, Herr Nein, das ist genau der Punkt. Ich kann mir nicht vorstellen, mit jemandem am Kabinettstisch zu sitzen, die sich lieber mit Herrn Putin unterhakt in der Außenpolitik, die NATO abschaffen will und die am Anfang dieses Jahres sich hinstellt und mit der gleichen Rhetorik, wie die AfD rumläuft, in Bezug auf den Anschlag am Breitscheidplatz. Okay, also, warum stellen Sie ausgerechnet Sarah Wagenknecht als Spitzenkandidatin auf? Weil sie eine hohe wirtschaftspolitische Kompetenz hat und die Fragen, die Sie angesprochen haben, die sind klar entschieden bei uns. Unser Programm ist klar, unser Handeln ist klar. Frau Göring-Eckardt, wollen Sie mit mir eine Frage oder wollen Sie das klassische Theaterstück aufnehmen? Alle Linken haben im Bundestag und im Bundesrat geschlossen gegen jeden Angriff auf das Recht auf Asyl gestimmt. Das sind wir die einzige Partei, während Ihre Partei es mit Ihren Stimmen möglich gemacht hat, dass das Asylrecht gekürzt wird. Und ich halte mal eins fest, wenn man die Grünen wählt, kann man Glück haben und man wacht am nächsten Tag auf und es kommt sozusagen eine Regierung raus, wo die Linke der Garant ist für soziale Gerechtigkeit und man kann Pech haben und man macht mit Herrn Seehofer auf. Ich rate dazu, die Koalitionsverhandlungen erst nach der Wahl zu führen und nicht schon vor der Wahl. Das hätte ich an Ihrer Stelle jetzt auch gesagt. Hier sind, Herr Oppermann, weil ich damit rechnete, noch drei putzige Fragen unserer Zuschauer. Wie will Schulz die Kanzlerin im Wahlkampf attackieren, wenn von der SPD alles mitgetragen wurde? Wollen Sie kurz antworten? Ja, wir werden unsere Vorstellungen zur Diskussion stellen. Martin Schulz wird sozialdemokratische Politik formulieren. Die wird sich von der Politik der Kanzlerin unterscheiden. Dann haben die Leute die Alternative. Mhm. Wir stehen zu der Regierung und werden die bis zu Ende
auch abwickeln, selbstverständlich. Abwickeln. Aber wir machen ja natürlich. Wir werden diese Wahlperiode. Wie die Treuhand, da haben die im Osten diese, dieses Land gemacht. Bis zum Ende der Wahlperiode regieren, ordentlich regieren und daneben Wahlkampf machen. Es geht hier nicht, um Attacken, es geht um Alternativen. So, wir sind bei Uli Stock. Die Frage ist, ob die Linken in der SPD überhaupt hinter Martin Schulz stehen. Sonst kann es ihm so gehen wie Helmut Schmidt seinerzeit. Herr Lindner, wollen Sie mal? Ja, ich weiß gar nicht, ob Herr Schulz jetzt ein rechter oder ein linker Sozialdemokrat ist. Deshalb, Herr Stock wird genauso wie ich abwarten müssen, als was sich Herr Schulz entpuppt. Definiert, genau. Wir sind bei Jan Günther. Schulz mag ja vieles sein, da kommt schon eine halbe Antwort, aber sicher kein Mann für R2G, also Rot-Rot-Grün. Im Europaparlament regiert doch seit Jahren eine GroKo. Mehr Kompromiss als Schulz geht doch gar nicht. Kann jemand, Herr Fleischhauer, noch mal die Frage, der Große Koalitionen mit Merkel und Große Koalitionen mit Jean-Claude Juncker perfekt moderiert hat in der letzten Zeit für Rot-Rot-Grün stehen? Ja. Das wird Herr Schulz schon hinkriegen. Also eins, glaube ich, kann er kann toll reden, er kann einen Saal begeistern, hat er jetzt auch wieder gekonnt. Er ist ein bisschen der Gutenberg der Linken. Im Augenblick, alle Erlösungshoffnungen ruhen auf Martin Schulz. Und vielleicht schafft das ja sogar. Aber das mit Gutenberg ging nicht gut aus. Ne? Ja, das werden wir dann sehen. So. Ich glaube auch. Und dann machen wir vielleicht mit dieser durchaus originellen Formulierung mal einen Punkt und sagen herzlichen Dank Ihnen allen. Das war ein interessanter Feldversuch nach der Nachricht vom Dienstag, dass wenigstens in einer der beiden großen Parteien, Volksparteien, es eine neue Spitzenbesetzung gibt. Darf mich ganz herzlich bedanken bei Ihnen. Bei Markus Lanz sitzt jetzt Wolf von Lojewski. Und wir sehen uns, wenn Sie mögen, am kommenden Donnerstag wieder um 22:15 Uhr. Ganz herzlichen Dank Ihnen. Weiter, weiter.